Hallo! Ist jetzt schon der dritte Versuch, dieses Video einigermaßen perfekt hinzukriegen. Und zwar werde ich ja immer wieder gefragt, auch in anderen Foren, warum ich in Rollstuhl sitze und wie denn meine Krankheit heißt. Und deshalb mache ich jetzt ein Video, einerseits damit ich hier auf YouTube die Fragen beantworten kann, andererseits, dass ich die Leute von meinem anderen Forum dann hier auch hinschicken kann und auf das Video verweisen kann, damit ich nicht mal 100 Stunden erklären muss, wie und was. Ist nämlich gar nicht so einfach zu erklären, wie sich das vielleicht irgendeiner vorstellt. Okay, und zwar nennen die sich ICP. Das englische Wort oder lateinische Wort kann kein Mensch aussprechen. Schreibe ich euch entweder oben drüber oder habt ihr am Anfang gesehen oder ich schreibe euch noch mal in die Infobox. Aber die meisten können mit dem lateinischen Wort sowieso nichts anfangen. Und meistens steht ja auch immer nur auf dem Zettel oder auf der Akte ICP und danach kommt entweder Spastik oder je nachdem. ICP ist so der Oberbegriff zu der Krankheit allgemein, so wie ich das immer mitkriege. Und zwar heißt ICP frühkindliche Schädigung des Gehirns. Das heißt ICP frühkindliche Schädigung des Gehirns. Die Bezeichnung ICP ist auch unter anderem Bezeichnung wie zellulare kindliche Lähmung oder Motus Little bekannt. Kindliche Lähmung höre ich öfters, Little Motus habe ich noch nicht gehört. Aber kann ja sein, dass jemand von euch schon mal drüber gestolpert ist. Es handelt sich um eine Schädigung des mentalen Bereichs des Gehirns, wodurch die Steuerung der Muskeln nur unzureichend funktionstüchtig und somit verschiedene Bewegungsstörungen und Lähmungen auftreten können, aber nicht müssen. Diese Störung tritt bei 2 von 1000 Neugeborenen auf, wobei männliche Kinder etwa häufiger betroffen sind als weibliche Kinder. Die Ausprägung der Symptome kann stark variieren, je nach welcher Bereich des Gehirns geschädigt wurde. Das Strukturreich, also die Palette reicht von leichter Einschränkung bei der Arbeit bis zu vollständiger Lähmung. Also von leichter Lähmung von bestimmten Körperteilen, einem Körperteil beispielsweise, bis zur völligen Lähmung, also dass man dann gar nicht mehr verfügen kann über den ganzen Körper. So. Symptome. Bei der Krankheit kommt es zu Störung des Muskelstärkung, der Muskelverspannung und der Muskelkontrollierung, wodurch Bewegungsabläufe nur eingeschränkt oder gar nicht mehr ausgeführt werden können. Häufig treten auch Spastiken durch die erhöhte Kontrast
der Muskelverspannung auf. Je nach geschädigter Gehirnregion können unterschiedliche Bereiche des Körpers betroffen sein. Bei den häufigsten Ausprägungen einer sogenannten Dysplasie sind, die habe ich zum Beispiel, sind die Beine deutlich stärker betroffen als der Oberkörper. Während bei einer Hypotie nur ein Körperseite eingeschränkt ist. Auch eine vollständige Lähmung aller Gliedmaßen ist möglich, allerdings sehr selten. Neben den Störungen am Bewegungsradius treten bei vielen Betroffenen noch weitere weitere Erkrankungen auf, die ebenfalls aus der Schädigung des Gehirns resultieren. Häufig sind Epilepsie, Schwerhörigkeit, Sprachstörung sowie auch psychische Symptome wie Intelligenzminderung oder Verhaltensauffälligkeiten. Ursachen. Die Ursachen-ITP kann eine Vielzahl von Ursachen haben. In vielen Fällen zum Beispiel eines Sauerstoffmangels während der Schwangerschaft oder während der Geburt. Die Ursache der Schädigung am Gehirn. Auch der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten der Mutter kann zu einer Vergiftung des Embryos und somit zu Schädigung am Gehirn führen. Darüber hinaus zählen auch Infektionen oder Unfälle während der Schwangerschaft. Ach so, ja, gut. Genetische Defekte sowie genetische Defekte sind auch möglich. So, Therapiemaßnahmen, ich denke mal, das interessiert euch jetzt nicht so ganz. Kann ich vielleicht mal auch auf ein anderes Video noch, also kann ich noch mal auf die Therapiemaßnahmen gehe ich noch mal in anderen Video drauf ein. Weil das würde jetzt dem Rahmen etwas sprengen. So. Jetzt wollte ich euch noch. Ach ja, zu den Ursachen, was ein ICP noch auslösen kann. Infektion der Mutter, Vergiftung, habe ich schon gemacht. Nabelschuhe-Komplikationen, Unterversorgung, Fehlbildung der Plazenta, Mutterkuchen, Blutgruppenunverträglichkeit, Gehirnblutung, Stoffwechselstörungen, Erbkrankheiten und Chromosomenbesonderheiten. Gehirn, Schläge, Gehirntrauma, Schädel-Gehirntrauma. So, das sind wohl noch gute Ursachen. Wo ich mich jetzt persönlich ein bisschen drüber wundere, bei dem, was ich jetzt vorgelesen habe. Ich habe ja meine Ärzte vor ein paar Jahren gefragt. Ob man meine Krankheit vererben kann. Und da wurde mir eigentlich ganz klar gesagt, dass man sie nicht vererben kann. Dass das eine Krankheit ist, die man dazu erwirbt. Durch verschiedene Faktoren.
Drum wundert mich das gerade, dass hier Erbkrankheit und Chromosomenstörung steht. Aber ich habe hier auch noch was anderes gefunden, dass das Schwedische und Englische nach einer englischen und schwedischen Studie sind. Warte mal, ich muss mal sehen. Ja, hier ist er, ja. Und zwar Erbkrankheiten. Nur etwa 2% der Fälle von ICP sind nach einer englischen und schwedischen Studie auf geringen Ursachen zurückzuführen. In allen diesen Fällen sind die Symptome Sympathie wie bei Schnellschnittslähmung wird zwischen Karalen, keine Ahnung was das sein soll, und Betroffenen ist unter anderem die GABA-Biotest. Keine Ahnung. Das heißt dann, glaube ich, das würde aber dann wird noch dieses GAB dazugefügt. Aber ICP alleine kann man wohl nur dazu erwerben. Durch Schwangerschaftsvergiftung, Sauerstoffmangel. Je nachdem. So, jetzt wollte ich sicherlich wissen, was bei mir der Fall war, nach den ganzen vorgelesenen. Also meine frühkindliche Schädigung des Gehirns wurde hervorgerufen durch, also in meiner Akte steht, durch Sauerstoffmangel während der Geburt. Ich und meine Tante zweifeln das an, dass das nur alleine die Ursache ist. Ich habe auch schon mit einem Arzt drüber gesprochen, der hat gesagt, er kann nicht ausschließen, dass das mit reingespielt hat, weil meine Mutter hat Alkohol getrunken während der Schwangerschaft und hat Medikamente genommen. Und dann eben noch der Sauerstoffmangel. Aber in meiner Medizinakte steht jetzt nur Sauerstoffmangel während der Geburt. Mein Arzt hat gesagt, das ist jetzt im Nachhinein nach gut 20 Jahren oder 23 Jahren. Könnte das zwar noch ändern, aber was würde es mir bringen? Das würde ja nichts daran ändern. Ob da jetzt noch die zwei Dinge dazu hingefügt werden oder ob es halt nur der Sauerstoffmangel ist. Fakt ist, die Krankheit ist ja nun mal da und Hauptsache ungefähr, Hauptsache es steht eine Ursache da. So ungefähr. So. Das wollte ich jetzt noch erzählen. Ja, meine Krankheit wurde ausgelöst durch Alkoholmissbrauch der Mutter in der Schwangerschaft, durch Medikamentenmissbrauch meiner Mutter und durch Sauerstoffmangel während der Geburt. So, was habe ich? Ich habe diese Dysplasie, habe ich ja schon gesagt. Wo die Beine stärker betroffen sind als der Oberkörper. Begleiterkrankungen oder Weitererkrankungen. Sie habe ich auch. Und zwar eine Sprachstörung, die aber soweit jetzt behoben wurde, wenn man das so nennen will. Also, dass sich das noch ein bisschen nasal anhört, aber ansonsten ist die Sprachstörung so weit, wie es geht, intakt oder ein Stück weit beseitigt. So, dann habe ich noch Schwerhörigkeit, aber die ist wirklich nur ganz leicht. Die ist so leicht, dass ich noch nicht mal Hörgeräte brauche. Mein Ohrenarzt hat gesagt, solange das so in Raum bleibt, brauche ich auch keine Hörgeräte. Weil das sind Töne, die muss man nicht unbedingt hören, hat er gesagt. So. Dann ist aufgrund der ITP wahrscheinlich auch, habe ich ja vorhin, ist bei mir sicherlich die Leserechtschreibschwäche auch aufgrund der ITP zurückzuführen. Das heißt, auf die frühkindliche Schädigung des Gehirns. Dadurch, dass der Gehirn, also der Teil des Gehirns, der für Lesen und Schreiben zuständig ist,
wurde mir auch nicht geschädigt. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich mir auch in einem Gehirn neue Gehirnzellen bilden kann. Und dass der Bereich das dann übernimmt. Die Chance besteht ja immerhin. Man kann nicht sagen, ist was kaputt und das ist nicht mehr reparabel. Klar wird nie richtig perfekt werden, aber man kann es ein Stück weit beseitigen. So, und dann eben das Laufen. Durch diese spastische Lähmung ja gut. Dann war bei mir auch lange der Fall, der meiste Teil, ich wollte jetzt erzählen, ist bei mir aber schon korrigiert worden. Früher, also die Hüften stehen angewinkelt, angebeugt und nach innen gedreht. Das Sprunggelenk und der Fuß stehen in Spitzfußstellung. Das hatte ich früher auch. Mein Spitzfuß haben sie korrigiert, haben sie die Achillessehne verlängert. So. Und dann haben sie bei mir noch eine Hüftumstellung gemacht vom linken Bein aus. Und zwar, normalerweise kann man ja, wenn das jetzt das Hüftgelenk ist und das das Bein, kann man ja eigentlich den Knochen bewegen. So. Bei mir war das jetzt so nach innen gedreht und hat sich dann halt immer abgenutzt, wenn ich gelaufen bin. Oh, weil ich dann 16 war, haben sie den Winkel verändert, so dass ich das Bein jetzt nicht mehr bewegen kann. Also dass es jetzt praktisch nicht mehr nach innen kann und nur noch eingeschränkt nach außen kann, so dass es praktisch relativ gerade steht. Klar, ist jetzt ein paar Jahre her, ist nicht mehr so wie am Anfang. Das bringt die Krankheit auch mit sich, dass sich das mit den Jahren das Krankbild verschlechtert. Also es wird mit den Jahren nicht besser, es wird eher schlechter. Und alle OPs, die man macht, macht man eigentlich nur entweder um das Krankbild aufrechtzuerhalten oder erstmal zu verbessern oder um Folgeschäden zu verhindern. So, das war das. Mein rechtes Bein, da hat man jetzt noch nichts gemacht, das ist jetzt praktisch noch in der X-Stellung. Sieht ein bisschen komisch aus. Ein Bein gerade oder fast gerade und das andere Bein immer noch so X-beinig. Aber das rechte Bein wäre noch nicht nötig. So. Diese OPs sind in Folge der Krankheit leider möglich. Dann durch die einschießende Spastik verlieren die Betroffenen alle jeweiligen Körperteilen, verlieren hier die Beine, mitunter auch mal die Arme, aber das hat sich jetzt ein Stück weit wieder gelegt. Kommt halt dann dazu, wenn die Beine, also wenn die Spastik einschießt, verliert man die Kontrolle, also dann zuckt das ganz schnell und dann fällt man halt infolgedessen hin, was bei mir der Fall ist, weil ja bei mir die Beine sind. Oder bei Leuten, wo die Arme betroffen sind, denen fällt halt dann alles aus der Hand und man kann nichts dagegen tun. So, gegen die einschießende Spastik gibt es Tabletten, die ich auch seit kurzem nehme. Seit ich wieder laufen soll, laufen darf, aber das ist ein anderes Thema, gehe ich auch in einem anderen Video nochmal drauf ein. Die Tabletten haben natürlich Nebenwirkungen, ist ja klar. Zum Beispiel, die sorgen dafür, dadurch, dass ja unsere Muskeln, also die Menschen, also von uns ICP-Menschen, die diese Krankheit haben, so können sich ja die Muskeln nicht entspannen oder nicht so entspannen wie bei normalen Leuten und sind dann eben dann sehr angespannt und infolge der Anspannung kann es auch passieren, dass die Anspannung mal löst und dann eben diese Spastik einschießt und man keine Kontrolle mehr hat. Dagegen gibt es Heiltabletten. Die sorgen dafür, dass die Muskeln sich erstmal entspannen können.
Sie haben natürlich ihre Nebenwirkungen. Zum Beispiel fällt man zwar dann nicht mehr hin, wenn die beide betroffen sind. Oder es fallen eigentlich keine Sachen mehr aus der Hand. Aber dadurch kann man sich auch schlechter bewegen. Also die Beine werden dann schneller müde und man kann dann auch, man kann zwar dann laufen, aber man hat dann halt die Kraft nicht mehr dafür. Ja, deshalb sitzen auch dann viele im Rollstuhl. Ich sitze jetzt auch Folge einer OP im Rollstuhl. Und auf Folge der OP wurde auch meine Spastik wieder ausgelöst. Aber da gehe ich ein anderes Mal drauf ein, weil das Video wird jetzt schon wieder ein bisschen länger. Also fasse ich nochmal zusammen. ICP ist eine, heißt, frühkindliche Schädigung des Gehirnes. Die zu Bewegungsstörungen führen, zu Lähmung führen können. Es reicht von leicht betroffen bis die ganzen Körperteile betroffen. Je nachdem, wie das Gehirn betroffen ist, können die Menschen auch dann gar nicht, sind geistig behindert, sage ich mal. Wir nennen das auch schwerst behindert. Das sind dann solche Kinder, die im Rollstuhl sitzen, wirklich gewindelt werden müssen. Oh. Na, wie drücke ich das jetzt aus, dass ich nicht so komisch anhört? Na, wo der Speichel dann runterläuft. Die wirklich auch diese Töne dann von sich liegen. Das habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen. Das kann auch in Folge von einer ICP kommen. Das sind dann die ganz schlimmen Fälle. Ja, und dann kommt, geht's halt, gibt's auch noch Fälle wie ich, die wirklich ihren Alltag noch einigermaßen gut oder gut bewältigen können mit Hilfsmitteln, ist ja klar. Die auch so ihren Alltag normal oder eingeschränkt arbeiten gehen können oder auch normal arbeiten gehen können, je nach Ausprägung der Krankheit. Ja, das ist so das. Also es hat eine sehr weite Palette, dieses ICP, je nachdem, welche Region des Gehirns geschädigt worden ist. So, ich hoffe, das war einigermaßen klar verständlich und nicht zu fachmedizinisch und nicht zu durcheinander. Wie gesagt, über Therapiemöglichkeiten werde ich in einem anderen Video nochmal drauf eingehen. Und warum ich jetzt im Rollstuhl sitze und warum das alles so gekommen ist mit meiner Spastik, erkläre ich auch nochmal in einem anderen Video, weil das Video hier ist ja jetzt schon fast 25 Minuten. Und ich denke mal, das war's. Das reicht dann erstmal für das Erste und über die Therapiemöglichkeiten werde ich nochmal ein Video machen und warum ich jetzt im Rollstuhl sitze, werde ich auch nochmal ein Video machen. Das war jetzt erstmal im Groben, in allgemein die Krankheit und ein bisschen, was ich von der Krankheit habe, weil man muss auch allgemein die Krankheit mal ein bisschen erklären, weil wenn man das bei Google eingibt, muss man erstmal eine Weile suchen und dann ist man auch nicht unbedingt schlauer. Weil dann kriegt man ja hier diese ganze Palette und dann denkt man, oh Gott, oh Gott. So, dann hoffe ich, es war wirklich nicht zu langweilig oder nicht zu durcheinander. Mal gucken. Tschüss, bis bald mit meinen anderen Teilen. Tschüss.